herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben bei Gravis Mühlen TV. Benny Andersson fährt nach Schweden mit Fahrrad. Benny Andersson gab uns dazu ein Interview. Ich bin der Benny Andersson und ich fahre wieder Fahrrad. Diesmal geht es nach Laxå in Schweden, unser schwedisches Partnerstadt vom Gravis Mühlen. Ziel diesmal für unsere Fahrradtour ist ja, um die Partnerschaft mit Laxå zu stärken und vielleicht den dazu bringen, auch ein bisschen mehr Bewegung reinzukriegen, dass die möglicherweise auch mit Fußballmannschaft, Handball oder irgendwas ähnliches nach Gravismühlen kommt und uns besuche. Wir fahren quasi zum Stadtfest hoch und holen den zu unserem Stadtfest runter nach Gravismühlen und auch die Band, die am Freitag spielen wird auf dem Markt. Vom Gravismühlen fahren wir am 27. um 9 Uhr morgens vom Marktplatz los nach Rostock erstmal und da werden wir 6 Personen sein, die aus Gravismühlen losfährt und hoffentlich auch in Rostock 6 Personen ankommen. Eine davon ist Thomas Link, der neben mir steht, und Michael Prochnow fährt den ganzen Weg nach Schweden mit oder fast den ganzen Weg. Er hat ja leider nicht ganz so viel Urlaub gekriegt, dass er halt 2 Tage vom Ziel aussteigt. Also die Fahrradtour geht los in Gravismühlen und wir fahren ja nach Rostock, um dort mit der Fähre nach Trelleborg zu fahren. Der Fahrt vom Gravismühlen nach Rostock wird um die knapp 100 Kilometer sein. Die 2. Tag in Schweden wird ungefähr ähnlich sein. Dort fahren wir nach Helsingborg. In Helsingborg würden wir dann einen Tag Ruhe machen, weil ja, wir sind ja nicht alle ganz so trainiert. Ne? Auch unsere Berichte hier bei meiner Benny's Journey Through Europe bei Facebook oder bei der Ostsee-Zeitung. Bei Facebook werden wir das ja natürlich täglich Berichte abgeben. Und anschließend fahren wir Richtung Jönköping und haben dort zwischen auch noch einen Tag Pause bei High Chaparral, das liegt bei Värnamo, ist ein Western-Vergnügungspark, wird bestimmt Spaß machen. Und in Jönköping wird leider uns Michael verlassen aufgrund seines kurzen Urlaubs und fährt mit der Bahn wieder zurück nach Trelleborg und mit der Fähre zurück nach Deutschland. Wir werden dann zu zweit weiterfahren und werden dann am 6. Juni zum Schwedens Nationalfeiertag in Laxå auf den Markt fahren mit unseren Fahrrädern und zu deren Sportveranstaltung, die dort an dem Tag auf dem Markt ist, werden wir dann von der ganzen Stadt hoffentlich begrüßt werden. In Laxå angekommen werden wir der Natur und die Städte rum Laxå, auch Tiveden Nationalpark in Schweden anschauen, Örebro besichtigen mit der Burg und am 9. abends werden wir mit Bus mit Stadtvertreter vom Laxå und der Band, die am Freitag ja wie gesagt spielen wird. Und am 10. vormittags werden wir dann pünktlich zum Stadtfest wieder da sein. Und wir freuen uns sehr auf das Stadtfest, vor allem den Freitag. Über Facebook haben viele mich gefragt, was fahre ich für Fahrrad, was habe ich alles mit, wie funktioniert mein Equipment, was ich an dem Fahrrad habe, Navi, was nutze ich da für irgendwas. Und ich habe ein Fahrrad von Fahrradmanufaktur, ist ein bisschen teurer Fahrrad, hochwertig, in Stahlrahmen. Ich habe beschlossen, mit den Stahlrahmen zu fahren, weil ein Alurad nicht so flexibel ist wie ein Stahlrahmen. Also die können schnell durchbrechen, wenn er nicht gefedert ist. Ich habe eine Navigation vom TC. Der TC ist ein extra Fahrradnavi, liegt so bei 150 Euro, ist sehr preiswert im Vergleich mit vielleicht Garmin oder ähnliches. Und alle Fahrradwege in ganz Europa oder ganze Welt kann man dort draufladen. Und die Karten sind immer sehr aktuell. Der Highlight, was ich an meinem Fahrrad habe, ist ein sogenanntes USB-Werk. Das ist ein Gerät, das man über eine Nabendynamo anschließt oder überhaupt ein Dynamo, was dann den Strom umwandelt zu 5 Volt und da ist eine kleine Pufferbatterie drin, dass auch konstant 5 Volt durchgeleitet wird zu einem USB-Stecker, wo ich dann halt mein Handy, mein Navi oder Kamera oder irgendwas ähnliches aufladen kann.
Ich habe zwei Taschen dran, ein 25 Liter und ein 12,5 Liter. Der Fahrt nach Portugal hatte ich zwei Taschen vorne, zwei Taschen hinten. Aber das war sehr viel Gewicht und ich würde mal sparen, wo ich kann diesmal. Zum Beispiel Klamotten deutlich weniger mitnehmen und auch deutlich weniger andere Sachen. Man sagt ja als Mann, man kann alles immer umdrehen, ne? Die Wobak-Gravesmühlen veranstaltet da ein Fest am Wasserturm. Wir sind sogar live dabei. Ich heiße Sie hier recht herzlich willkommen zu unserem eigentlich ersten Mieterfest. Wir haben es ja eigentlich Dankesfest genannt, aufgrund unseres Neubaus oder sagen wir Umbaus zu altengerechten Wohnungen hier am Wasserturm. Wir haben das im Oktober ja einweihen dürfen und Dankesfest deswegen, weil die Leute, die insbesondere in dem gleichen Haus oder selben Haus wohnen, natürlich alles von Anfang an mitbekommen haben und nicht nur in positiver Art und Weise, sondern tatsächlich auch sehr gestresst sicherlich waren. Ich wünsche uns allen also einen wunderbaren Tag. Vielen Dank auch an Grimmsmühlen TV, die das hier ein bisschen unterstützen ebenfalls. Meine Mitarbeiter sind alle da, also wenn Sie Lust haben, mit uns zu sprechen, also immer gerne. Wir haben übrigens heute eine Spendenbox hier und zwar geben wir natürlich alles sonst, alles was zu essen und zu trinken ist kostenlos raus, aber wenn man möchte, kann man spenden und zwar haben wir dieses Mal vorgesehen, dass wir das Freibad am Blockenseering hier unten unterstützen. Ich wünsche uns wie gesagt allen viel Spaß und vielen Dank nochmal für all Ihr Verständnis hier für unsere Umbauarbeiten. Und zwar werden wir in diesem Jahr mit der Fassadensanierung hier am Wasserturm beginnen. Es wird zumindest der Block, den Sie hier sehen, die 15 bis 20 saniert. Da werden die Gerüste auch im Juni schon gestellt. Wir werden den Block 27, 29 streichen und die 9 bis 14, also die Ecke, an der das Schiff sich befindet. Also ist natürlich auch wieder ein bisschen Stress für die Mieter, aber ohne das geht es leider nicht und wäre sehr dankbar, wenn Sie das mit unterstützen. Ich muss sagen, ich hätte damit nie gerechnet. Finde ich sehr, sehr schön. Und ich muss sagen, ich hätte auch nicht geglaubt, dass so viel Angebote gestellt werden. Schön. Das muss ich sagen, hat mir sehr, sehr gut gefallen bis jetzt. Wie ich das gesehen habe, habe ich nie getrocknet. Jemand hat schon gesagt, müssen wir jedes Jahr machen. Ja, wäre nicht schlecht. Also die 4 Wochen, die Sie hier sind, haben Sie gesagt, okay, das habe ich richtig gemacht, dass ich jetzt hier bin. Ja, das habe ich auf jeden Fall richtig gemacht, dass ich hier bin. Wie finden Sie so eine Idee, hier so ein Fest zu machen? Hervorragend. Echt? Ja. Fördert den Gemeinschaftsgeist? Ja. Ja? Weil die meisten Leute, viele Leute kennen sich überhaupt gar nicht hier. Jeden Monat einmal. Das ist schön, ne, wenn man doch mal wieder ein bisschen zusammenrückt. Im Aufgang bei uns, wir können es natürlich erlauben. Gucken wir auch mal, ob es einer Hilfe braucht oder Frau Neumann ist schon weit in den 90. Und okay, also gute Idee, sowas zu machen. Ganz hervorragend. Soll ich sagen, jedes Jahr soll das stattfinden? Ich hätte gesagt, zweimal im Jahr. Okay. Wie wohnt sich das hier so? Gut, es ist ruhig, es ist sauber. Schöner Innenhof, muss ich mal sagen, jetzt mit dem Grün. Ja. Ist doch top Ausblick. Ja. Jetzt habe ich mal eine ganz andere Frage noch. Das Winklersche Haus wird abgerissen. Ja. Winklersche Haus, wissen Sie? Okay, ne. Ja. Und die Wobak macht sich ja darum bemüht, diesen Schandfleck zu beseitigen. Sprich, Sie haben es gekauft und Sie wollen ja Wohnungen dort neu einbauen oder neu bauen überhaupt. In der zweiten Etage soll ja so ein kleines Experiment, haben Sie vielleicht in der Zeitung gelesen, die Wobak ist sich selber noch nicht so einig, ob sie es so machen oder nicht. Das heißt, sage ich mal, so gemeinschaftliches Wohnen von alleinstehenden Senioren. Also sprich, Sie haben eine abgeschlossene Wohnung ohne Küche, eine große Gemeinschaftsküche, ein etwas größeres Bad, weil in den Wohnungen an sich nur Duschen vorgesehen sind und einen großen Gemeinschaftsraum mit Fernsehen, wo man abends gemeinschaftlich Fernsehen gucken kann.
für den einen oder anderen wird es ja leider so sein, dass er später alleine lebt. Ist das eine Alternative? Erzählen Sie, wie Sie darüber denken. Wir haben uns mit meiner Frau neulich Abend gerade darüber unterhalten. Wir würden auch sofort in sowas einziehen. Echt? Ja. Ich komme noch zu Ihnen, warten Sie einen Augenblick. Und zwar damals hier der alte Bürgermeister von Hamburg. Die sind ja auch in so einer Wohngemeinschaft drin. Alte Bürgermeister Foscherau. Ja, Foscherau. Ja. Der wohnt auch in so einer... Haben Sie im Fernsehen gesehen? Ja, vor Jahren schon. Die wohnen ja schon ein paar Jahre da drin. Und dem hat es auch gefallen? Dem gefällt es noch. Der wohnt immer noch da drin. Bei manchen haben Sie gesagt, oh, das mit der Küche, das können Sie sich nicht so richtig vorstellen. Ach. Jetzt, Ihr Mann, ich komme gleich zu Ihnen. Warum? Die Frage ist ja nur, versteht man sich? Das ist die Hauptfrage. Es muss eine Familie werden, sonst hat das ganz weg. Okay. Vielleicht muss man sich vorher schon absprechen, mit wem ziehe ich da überhaupt da rein? Denn man kann sich Oder so. Ja. Absprechen, das ist der Punkt. Wenn man nachher alleine ist, ist es doch schön, wenn man dann nicht so herumsitzt und hat keinen Menschen mehr. Man kommt ja auch nicht mehr raus, wenn man älter ist. Das ist ja leider so, ne? Also ich finde das sehr gut. Also die Wobak sollte an der Idee doch dranbleiben. Weil Sie selber auch unsicher waren, ob das später angenommen wird? Ja, vielleicht zuerst, weil jeder möchte, solange er kann, noch allein bleiben, ne? Wie das so ist. Ne? Aber letzten Endes glaube ich schon, dass sich sowas durchsetzt, dass die Leute sowas wollen. Wie wohnt sich's für Sie hier oben? Wunderbar. Ja? Ja. Ne? Noch grün? Ja, wir haben eigentlich hier viel. Ja, doch. Und dadurch, dass wir Fahrschüler haben, ist natürlich gut, ne? Sag, dass der Baum weg muss bei uns vom Fenster. Okay. Wo habt ihr einen Baum? Okay. Da schimpfst du nämlich immer. Ja, also. Gut, auf einzelne Bäume können wir jetzt keine Rücksicht nehmen. Man müsste sich so die Leute so ein bisschen aussuchen können, die diesen Schritt dann gehen. Ja, okay. Finde ich das ein so. Bisschen zusammenpasst. Ja, so ein bisschen. Gibt es so Leute, die, wo Sie denken, ich weiß es nicht. Die hat eine Freundin, da ist alleinstehend? Nee, das weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen so. Aber sonst so und mit der Küche, wie Sie erst ansprachen, da muss generell gesagt werden, gut, du hast das gemacht und wenn es nicht in Ordnung ist, dann spricht man nochmal und dann wird es besser gemacht. Vielleicht ist es auch gar kein Problem. Ich sag mal, die meisten Leute sind ja ordentlich. Ja, aber weil das zur Sprache kam, auch in Ihrer Sendung und Sie hier auch gefragt. Genau. So, und da muss man eben den Mut dann haben und sagen, kannst nochmal hingehen und das sauber machen, fertig. Ja. So finde ich das. Okay. Na, ab und zu gehen wir mal Eis essen, aber wir üben auch immer. Na, also Fahrzeuge, wo was liegt, manchmal löschen wir auch mal was Kleines. Ja, haben wir schon gelöscht. Macht das Spaß? Ja. Würdest du das später als großer Feuerwehrmann auch mal machen wollen? Ja. Was weißt du denn alles über die Löschfahrzeuge? Was ist denn da alles drin? Schläuche, Pumpen, Verteiler. Wasser, Schaum. Ja. Wann gehst du da immer hin, Jonas? Wann ist das immer? Was? Zur Feuerwehr. Jede 2 Wochen. Alle 2 Wochen? Mhm. Okay. Und was muss man da machen? Wasser löschen. Nee, lass Jonas mal sagen. Da machen wir verschiedene Übungen. Okay. Kriegt ihr da auch eine Ausrüstung? Wie sieht denn so eine Übung aus? Ich verstehe das gar nicht. Da bauen wir das auf und dann lernen wir, wie gespritzt wird und so. Mit richtigem Feuer? Nee, jetzt noch nicht, aber fängt nachher an. Ach so, ihr müsst dann mit der Spritze so ein Ziel umwerfen, umspritzen? Nö, einfach so spritzen. Okay. Macht ihr das bei der Grevesmühlner Feuerwehr dann neben der Polizei da oben? Am Langstein? Nee, das machen wir bei einer Malzfabrik. Ach echt? Auf dem Parkplatz von der Malzfabrik? Habe ich noch gar nicht gesehen. Habt ihr auch schon mal so euch angeguckt, wie so ein Auto gerettet wird, wenn die... Weißt du, wenn einer eingeklemmt ist? Ja, haben wir auch schon zweimal mit der Spreizer. Was machen die denn dabei? Wie sieht das aus? Mit der Spreizzange oder wie heißt das Ding? Spreize. Ach so, damit sie die Türen aufbiegen können? Und damit der dann rauskommt, der Fahrer? Erstmal die Scheiben einschlagen, dann die Türen rausnehmen und dann hochheben mit dem Heber und dann den Menschen rausholen. Yeah.
liebe Zuschauer, das war's für heute. Tschüss!